7 Sechstel plus 3 Viertel. Wir brauchen einen gemeinsamen Nenner. Und bei diesen beiden Zahlen bietet sich die 12 an. Um von der 6 auf die 12 zu kommen, muss ich mit 2 erweitern. Und das mache ich auch mit dem Zähler, das heißt, da komme ich raus bei 14. Von der 4 auf die 12 muss ich mit 3 erweitern, muss ich das auch mit dem Zähler machen und komme bei 9 Zwölfteln raus. Wenn ich jetzt diese beiden Brüche addiere, behalte ich den gemeinsamen Nenner bei und addiere die Zähler und komme raus bei 23 Zwölftel. 4 Fünftel minus 3 Siebtel. Wir brauchen wieder einen gemeinsamen Nenner. Und bei der 5 und bei der 7 ist das die 35. Um von der 5 auf die 35 zu kommen, muss ich mit 7 erweitern. Mache ich auch mit dem Zähler, komme ich bei 4 mal 7 bei 28 raus. Um von der 7 auf die 35 zu kommen, muss ich mit 5 erweitern. Mache ich auch hier mit dem Zähler, komme ich raus bei 15. Ich behalte wieder den gemeinsamen Nenner bei, das ist die 35, und subtrahiere die Zähler. 28 minus 15, das sind 13, 35. 4 Elftel mal 13, 21. Wir schauen, ob wir es kürzen können. Und ja, das funktioniert. Nämlich sowohl die 14 als auch die 21 sind durch 7 teilbar. Das heißt, hier bleibt eine 2 übrig und hier eine 3. Bei der 13 und der 11 geht leider nichts. Aber wir können jetzt trotzdem einfacher rechnen. 2 mal 13, das sind 26. Und 11 mal 3, das sind 33. Unser Ergebnis 26, 33. 56, 23 geteilt durch 16, 23. Ich dividiere einen gemeinen Bruch durch einen weiteren gemeinen Bruch, indem ich mit dem Reziproke multipliziere. Reziproke heißt, ich bilde den Kehrwert. Und jetzt schaue ich auch hier, ob ich kürzen kann. Bei der 23 und der 23 relativ offensichtlich, beides durch 23 teilbar, eine 1 bleibt übrig. 56 und 16, auch die sind beide durch eine Zahl teilbar, nämlich durch 8. Dann bleibt hier eine 7 stehen und hier eine 2. Im Ergebnis haben wir dann 7 mal 1 im Zähler, das ist 7, und 1 mal 2 im Nenner, das ist 2. Das Ergebnis 7 halbe. Addition von Dezimalzahlen. 7 und 0, bleiben wir bei 7, 5 und 3, das sind 8, hier kommt das Komma. 1 und 5, das sind 6, 6 und 9, das sind wir bei 15, schreibe 5, merke 1, und 1 und 4, das ist 5. Unser Ergebnis 556,87. Schriftliche Subtraktion. Wir ergänzen noch die 0, damit alle Stellen belegt sind. Von der 7 bis zur 10 fehlen 3, schreibe 3, merke 1. 1 und 1, das sind 2, von der 2 bis zur 6 fehlen 4. Von der 5 bis zur 10 fehlen 5, schreibe 5, merke 1, hier kommt das Komma, setzen das Komma. 1 und 8 sind 9 und von der 9 bis zur 14 fehlen 5. Schreibe 5, merke 1 und von der 1 bis zur 9, da fehlen 8. Das Ergebnis 85,543. Multiplikation von Dezimalzahlen. Wir multiplizieren das Ganze erstmal so, als gäbe es hier keine Kommas. 6 mal 9, das sind 54, schreibe 4, merke 5. 6 mal 3, das sind 18, 18 und 5 sind 23, schreibe 3, merke 2. 6 mal 7, das sind 42, 42 und 2, das sind wir bei 44. 3 mal 9, das sind 27, schreibe 7, merke 2. 3 mal 3 sind 9, 9 und 2 sind 11, schreibe 1, merke 1. 3 mal 7 sind 21, 21 und 1, das sind wir bei 22. 4 mal 9, das sind 36, schreibe 6, merke 3. 4 mal 3 sind 12, 12 und 3 sind 15, schreibe 5, merke 1. Und 4 mal 7 sind 28, 28 und 1 sind 29. Hier bleibt die 6 stehen, 5 und 7 sind 12, schreibe 2, merke 1. 1 und 9 sind 10, 10 und 1 sind 11 und 4 sind 15, schreibe 5, merke 1. 1 und 2 sind 3, 3 und 2 sind 5, 5 und 3 sind 8. 2 und 4 sind 6 und hier bleibt die 4 stehen. Die beiden Dezimalzahlen haben insgesamt 3 Nachkommastellen, also muss auch das Ergebnis 3 haben. Wir rutschen von innen rein, 1, 2, 3 und kommen raus bei 468,526. Division durch eine Dezimalzahl. Wir müssen erstmal das Komma so weit verschieben, dass der Divisor eine natürliche Zahl ist. Wir müssen also eine Stelle nach rechts gehen, das heißt, das müssen wir auch hier vorne machen. Damit kommen wir raus bei 58,74 geteilt durch 11.
Wie oft passt die 11 jetzt in die 58? 5 mal, denn 5 mal 11 ist 55. 58 minus 55 sind 3. Wir ziehen die nächste Ziffer nach unten, das ist die 7, und weil hier das Komma steht, müssen wir auch im Ergebnis das Komma setzen. Wie oft passt jetzt die 11 in die 37? 3 mal, denn 3 mal 11 sind 33. 37 minus 33, da bleiben 4 übrig. Eine Ziffer haben wir noch, die ziehen wir auch nach unten, haben wir die 44. Wie oft passt die 11 in die 44? 4 mal, denn 4 mal 11 sind 44. 44 minus 44, da kommen wir bei 0 raus und damit ist das Ergebnis von 5,874 geteilt durch 1,1 5,34. Acht Liter von 12 Liter. Das können wir erstmal ganz einfach als Bruch schreiben, nämlich als 8 Zwölftel. Und da seht ihr hoffentlich, dass man das gut kürzen kann, nämlich mit 4. Da kommen wir raus bei 2 und 3. Also sind 8 Liter von 12 Litern 2 Drittel. 4 Fünftel von 35 Kilometern. Wir betrachten den Bruch hier vorne und schauen uns an. Der Nenner gibt an, in wie viele Teile das Ganze zerlegt wird. Das Ganze sind die 35 Kilometer und das wird in 5 Teile zerlegt. Heißt also, ein Teil sind 7 Kilometer. Und jetzt gibt der Zähler an, wie viele Teile denn genommen werden. Nämlich 4 Stück, das heißt also 7 Kilometer, davon nehme ich 4 Stück, also 7 Kilometer mal 4. Da kommen wir raus bei 28 Kilometer. Und deswegen sind 4 Fünftel von 35 Kilometern 28 Kilometer. Zu guter Letzt schauen wir auf Gemeindebrüche, Dezimalzahlen und Prozentsätze. Zu 3 halbe habt ihr euch entweder gemerkt, dass das dasselbe ist wie 1,5 oder ihr geht über den Bruch mit der Potenz von 10 im Nenner. Das heißt, hier im Nenner soll das stehen wie 10, 100 und so weiter. Und um die 2 zu erweitern auf so einen Nenner, bietet sich die 10 an. Um jetzt von der 2 auf die 10 zu kommen, muss ich mit 5 erweitern, mache ich auch mit dem Zähler, komme ich bei 15 raus. Ich schreibe diesen Zähler hier hin und setze dann das Komma von hinten beginnt so viele Stellen nach vorne, wie der Nenner Nullen hat. Ich fange also hinten an, die 10 hat eine 0, gehe eine Stelle nach vorne, 1,5 passt. Um zum Prozentsatz zu kommen, müssen wir nur das Komma 2 Stellen nach hinten verfrachten und kommen raus bei 150%. Bei 0,8 machen wir genau das gleiche, wir gehen mit dem Komma 2 Stellen nach hinten, 80% ist der Prozentsatz. Und jetzt gibt es für die 0,8 zum gemeinen Bruch zwei Varianten. Entweder ihr habt euch gemerkt, dass das 4 Fünftel sind, oder wir gehen über den Zwischenschritt, der mit dem Bruch, wo eine Zählpotenz im Nenner steht. Heißt, wir schreiben in den Zähler die Dezimalzahl ohne Komma und im Nenner eine 1 und so viele Nullen, wie diese Dezimalzahl Nachkommastellen hat. Eine Nachkommastelle sind 8 Zehntel, dann kürze ich mit 2, komme ich bei 4 Fünftel raus. Und zu guter Letzt 5%. Jetzt müssen wir mit dem Komma 2 Stellen nach vorn. Weil hier keine Stelle mehr ist, ergänzen wir die 0. Und dann sind das 0,05. Entweder ihr wisst jetzt wieder, dass das 1 Zwanzigstel ist, oder ihr geht wieder über den Bruch mit der Potenz von 10 im Nenner. Wir schreiben wieder die Dezimalzahl ohne Komma in den Zähler und in den Nenner eine 1 und so viele Nullen, wie diese Dezimalzahl Nachkommastellen hat. 2 Nachkommastellen, 2 Nullen sind 5 Hundertstel. Kürze ich mit 5, komme ich raus bei 1 Zwanzigstel.